Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn ihr meine Spielvorstellung zu Flori Vielfraß gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich Markenbotschafter für Amigo sein darf. Und ich möchte euch heute noch ein zweites Spiel vorstellen, und zwar ist das Bauboom. Das ist ab 5 Jahren. Es geht um Ameisen, die einen Ameisenhügel bauen müssen. Und es ist auch für 2 bis 4 Spieler geeignet. Die Spieldauer sind hier dann jetzt schon 25 Minuten. Das erste Spiel, was ich euch vorgestellt habe, das waren ja 15 Minuten. Und hier sind enthalten 72 Bausteine, 4 Schubkarren, 4 Ameisenhügel, 2 Würfel, ein Spielplan, ein Vorratscontainer und eine Spielanleitung. Ich zeige euch das mal so, da kann man das vielleicht besser erklären. Und zwar geht es halt darum, dass die Ameisen auf dem Spielbrett rumfahren müssen und sich ihre Baumaterialien einsammeln müssen. Und mit diesen Baumaterialien müssen sie jeder einen Ameisenhügel bauen. Und es geht natürlich darum, wer als erster ganz oben auf seinem Ameisenhügel steht, nach seinem Bauplan. Aber auch der Ameisenbär hat von diesem Vorhaben gehört und kommt halt und stibitzt das ein oder andere Teil. Und auch wie beim letzten Spiel schon, werde ich das mit Manu spielen, weil es für Vince, also ab 5 Jahren, das schafft Vince wirklich noch nicht. Das werde ich jetzt mit Manu austesten, um euch dann sagen zu können, wie wir es finden. Und dann legen wir das einfach noch 1, 2 Jahre hin, bis Vince dann soweit ist und das mit uns spielen kann. Ich finde es halt immer schön, wenn man irgendwo als Erwachsener auch noch so einen Ansporn hat und Lust drauf hat, das zu spielen. Und es ist immer auch schön, wenn halt bunte Farben natürlich dabei sind, was ja in diesem Fall ist. Ich finde diese Wägelchen auch super süß, mit denen man so seine Baumaterialien übers Spielfeld transportieren kann. Genau. Und auch wieder eigentlich ein Unisex-Spiel, für Jungs vielleicht interessanter, weil es ums Bauen geht. Aber ich glaube, auch Mädchen haben Spaß mit Bauboom. Und wir werden jetzt sehen, ob Manu und ich Spaß mit Bauboom haben werden. Ich leere auch meinen Kram. Und die ich nicht benutze, tue ich die hier rein? Wieder in den Container? Ich würde sagen, ja. Oder hebe ich die auf? Bringt ja nichts. Nee. Naja, für die nächsten Male. Naja, eben. Das wäre ja der Schmuck. Also mach ich es zurück in den Container. Ich würde sagen, ja. Na, siehst du mal, du. Guck dir andere hier, die Pyramide de la Ressel. Ich habe meine jetzt zurückgegeben. Du musst alle mitgebrachten Bausteine verbauen. Kannst du Bausteine nicht auf deinen Ameisenhügel abgeben, kommen sie verdeckt zurück in den Container. Als Strafe musst du aber einen schon abgelegten Baustein vom Ameisenhügel ebenfalls in den Container zurücklegen. Oh, Scheiße. Gleichzeitig nehmen deine Mitspieler neue Bausteine aus dem Container und fallen wieder auf den Container. Also ich muss eh einen weglegen wieder. Ich habe eh einen weggenommen, also muss ich eh noch wieder. Leute. Lass so, ich doch das Basement hier. Ich kann 4 nicht verbauen. Dann musst du 4 wieder wegnehmen. Ja, also gierig war es bei den Roten. So. Ja, das war mir klar. Bin ich dran? Du bist dran. Nee, wir müssen erstmal wieder. Achso, ja. Gerade genommen haben sie. Bauboom war jetzt ein wesentlich komplexeres Spiel, als es zum Beispiel Flori Vielfraß war, fand ich. Was ich schon mal sehr gut fand, war, dass alle Bauteile wirklich aus sehr, sehr stabiler Pappe waren. Die waren auch alle schon vorgebaut, da musste man nichts mehr irgendwie zusammenstecken. Auch hier wieder, wie ich es schon beim letzten Mal gesagt habe, sollte man sich als Erwachsener erstmal durchlesen, wie das Ganze funktioniert, damit man da den Durchblick hat. Und ansonsten ergibt sich vieles automatisch. Ich habe auch erst im Laufe des Spiels für mich dann irgendwie so eine Technik entwickelt, weil ich erst dann so ein bisschen nachgedacht habe, wie ich jetzt am besten eigentlich mein Ziel erreiche mit den Farben. Es spricht natürlich Farbenlehre an, was ab 5 vielleicht nicht mehr so interessant ist, aber auf jeden Fall Kombinationsgeschick. Man muss auswählen zwischen 3 Zahlenkombinationsmöglichkeiten, die du wählen kannst beim Würfeln. Mhm. Also man muss schon auch viel im Voraus denken. Ich finde eher, dass der Memory-Effekt
Also wenn man Memory spielt mit den Kindern, ist es ja ähnlich, dass die sich halt auch merken müssen. Und die hast halt diesen kompletten Bauplan, den das Kind quasi einhalten muss. Und es muss sich quasi merken, welche Steine habe ich denn schon? Genau, und Das ist welche das, sammle ich noch genau, und ein? welche brauche ich noch? Weil das Interessante war, fand ich, dass wenn man die Bausteine nicht verarbeiten konnte, dass man sie auch wieder zurücklegen musste und Strafe zahlen musste. Und das hat es doch dann interessant gemacht, schwierig gemacht Und mir das Genick gebrochen. und mich gewinnen lassen. Nee, es war am Ende Glück. Es dauert länger. Ja. Und da muss man dann schauen, wie die Auffassungsgabe des Kindes ist. Ob es zum Ende hin, wenn es nämlich am schwierigsten ist, dann überhaupt noch die Geduld hat Und den Elan. und den Elan, das zu spielen. Aber ich denke, mit 5 Jahren ist Ja, das schon doch. echt möglich. Mit Aber 5 Jahren ist selbst das. als Erwachsener hatten wir Spaß daran, weil es halt wirklich, man musste halt wirklich nachdenken, auch als Erwachsener, wie man jetzt zu seinem Ziel kommt, wie man am besten kombiniert, wie am besten die Vorgehensweise ist. Und da habe ich jetzt noch nicht so gespielt, dass ich Manu in die Pfanne gehauen habe. Also, dass man jetzt geschaut hat, dass der andere nicht weiterkommt. So weit war ich jetzt in meinem Spielgedanken noch gar nicht. Soweit geht ein Spielgedanke selten. Aber es ist ja dann Außer bei Cluedo. auch Sinn des Spiels, dass ich jetzt schaue, ich rutsche dich jetzt weiter, dass du mehr Steine einladen musst Genau. oder du musst Steine wieder abgeben. Genau. Also das Spiel ist deutlich komplexer Ja. als Florifielfalls. Florifielfalz. Und wenn man überlegt, dass nur Ja. ein Jahr dazwischen liegt für die Kinder, Ich würde das war schon wesentlich schwieriger. 6 oder 7 plus, würde ich auch sagen. Also ich denke, ab 5 wird schwieriger. Also ich sag mal, wenn man im Kind etwas häufig Memory spielt, könnte ich es mir eher vorstellen, auch was sich Ja. dafür interessiert, auch dadurch, dass sich daraus aus dem Würfelspiel und dem Memory quasi die Kombination ergibt. Aber da hier auch viel taktisches Denken vonnöten Ja. ist, Und beziehungsweise ich denke nie, dass das im Kind mit 5 Jahren das den kompletten den taktischen, Spielinhalt. nee. Und das Kind muss ein gutes Zahlenverständnis Oh haben. ja. Es muss ja schon plus rechnen können, weil nur dann kannst du die dritte Würfelvariante benutzen. Muss man natürlich nicht. Man kann auch sagen, hier wähle nur ein der zwei Würfel, was du setzen willst. Aber wenn es schon addieren kann, wäre es natürlich hilfreich. Es kommt jetzt halt darauf an, wenn ihr ein Kind habt, was halt ein gutes Zahlenverständnis hat und das kann Jo. und interessiert ist, sollte man das unbedingt spielen. Ansonsten ist es auch eine spielerische Möglichkeit, gerade Addition auch ein bisschen zu üben. Genau. Aber auch das ein sehr, sehr schönes Spiel, wie gesagt, für ein bisschen größere Kinder. Ich hoffe, auch diese Spielvorstellung hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!